Guck mich nicht so blöd an, du Lappen. Ja, herzlich willkommen zurück bei Red Faction. Wir sind hier immer noch mit Griffin unterwegs und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier eigentlich jetzt mit ihm rauskommen soll. Was eigentlich auf der Herrentoilette? Auf der waren wir noch nie. Ja, was soll da schon groß sein? Hey, da sind wir wieder. Komische Spiegel. Aber wie das halt so auf der Herrentoilette ist, man kann sein Geschäft verrichten. Aber der Typ kam hier gar nicht. Der ist ja der. Der Typ ist nur gekommen, als ich in die Damentoilette gegangen bin, ne? Naja, macht ja eigentlich auch Sinn. Ich habe da ja auch nichts verloren, ne? Ja, jetzt kommt er nicht. Komisch. Hey, da sind wir schon wieder. Tja. Das ist natürlich blöd. Du bist ein toter Mann, Warum kommt denn Parker. der jetzt doch? Aber guck mal. Ja, ich Sicherheitslücke in dachte es mir schon. Administration. Zusätzliche Einheiten Ach, angefordert. Scheiße, wartet mal. Wartet Sicherheits. mal. Jetzt kam mir gerade was. Weil der Alarm nicht sofort ausgelöst war und er hat ihn ja nicht ausgelöst. Warte mal. Pass mal auf, wenn ich die Tür hier aufgehen sehe. Du bist ein toter Mann, Scheiße. Parker. Ich dachte vielleicht. Kommt der jetzt hier um die Ecke? Blöd. Der muss da wahrscheinlich reinkommen. Oder wenn ich die Waffe wegstecke, dann merkt keiner, dass der Typ gestorben ist. Ja klar, weil er verschwindet ja. Haha! Ist ja nicht so neue Zeit, da verschwinden die Gegner halt nun mal nach einer Zeit. Geil, dann hat das ja gar keiner mitbekommen, dass ich den gekillt habe. Ich habe sogar noch volle Leben und das erklärt auch, warum wir die Waffe haben. Das heißt, wir müssen jemanden töten. Jetzt pass mal auf, das speichere ich gleich mal ab, weil das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Folgt mir der Typ jetzt auch? Weil dann wäre es, würde mir das zeigen, dass es auch so vorhergesehen ist. Aber wenn das nicht tut, dann ja, sieht sehr schlecht aus. Scheiße. Oh, er kommt! Jawohl! Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Oh, nice, er kommt. Wie gut ist das denn? Zahltag. Nein, 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 nicht rollen. Abschaum. Ja, ich brauche ein bisschen arg viele Schüsse für den. Das machen wir nochmal anders. Die schießen mich ja hier sofort ab, auch wenn ich hier ohne Waffe bin, ne? Oder? Nö, tun sie gar nicht. Aha, jetzt ist nur die Frage, soll ich da oben lang oder da unten lang? Gucken wir mal. Also der Aufzug geht ja nicht, haben wir gesehen. Dann ist die Frage, sollen wir durch die Tür oder durch die da oben? Die sind beide bewacht. Aber du hast dich doch da gerade bewegt. Gehst du Diese irgendwie... Tür führt zum Lager und zur Wartung. Da lang können wir entkommen. Entkommen? Wer will hier entkommen? Moment mal. Ach so! Hat er das gerade gesagt? War das gerade Griffin? Das würde die ganze Sache interessanter machen. Komm her, Griffin. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da einfach vorbei kann. Im Moment verfolgt mich keiner. Ich speichere jetzt einfach mal auf Das ist gut eine Glück. Sackgasse. Wir müssen die Rampe nach unten nehmen. Du bist ein toter Mann, Parker. Na, hier geht's nämlich nicht weiter. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Erste-Hilfe-Kasten, aber wenn die Scheiße hier nicht geht, wie entkommen wir denn dann? Griffin? Ja, jetzt kommen hier ein bisschen arg viele von denen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt das Mega-Massaker hier anrichten. Scheiße, irgendwas ist passiert. Ah, Mist! Das Ist eine Sackgasse. Wir müssen die Rampe nach unten nehmen. Er redet von der Sackgasse. Wer kommt denn von da drüben jetzt auf einmal eigentlich? Ah. Das bringt mir also nicht viel. Ist das der Typ da hinten, der da in der Ecke stand? Nee, es ist ein komplett neuer.
Verdammt, es ist eine behinderte Sackgasse. Es geht in beide Richtungen nicht weiter. Aber wo denn dann? Das kann mir doch keiner erzählen. Na, dann mache ich das jetzt mal anders. Dann warte ich noch mal, bis der Typ kommt. Scheiße. Ich muss den direkt beim Headshot erledigen eigentlich. Das gibt's ja wohl nicht. Das war doch einer davon, war ja mindestens ein Headshot. Was habe ich gewonnen, hä? Komm mal lieber her. Oh, ich will doch eigentlich nur wissen, was passiert, wenn er stirbt. Ob ich dann tendenziell eine Chance habe, noch weiterzugehen. Vor allem, die Kameras sind auch total irrelevant. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja, dann hat der mich da hinten jetzt wahrscheinlich gesehen. Stopp, Moment mal. Wenn der mir hier den Rücken zudreht, dann sieht er mich nicht sofort die Waffe zücken. Das heißt, ich habe die Chance auf einen Kopfschuss. Aha. Kamera interessiert's nicht. Keiner hat mich erwischt. Ich speichere. Ich speichere jetzt aber auch nochmal so, falls ich mich nämlich dann irgendwann mal verquicksafe. So, was ist mit dir? Kann ich dich hier ungehindert killen? Zeit zu Weil da kill ich halt jetzt einfach alle. Ich meine, ich mach's nicht gerne, aber wenn ich jetzt keine andere Lösung finde hier raus, dann muss das wohl so sein. Guck ich mal. Ach, schau mal an, der Typ da hinten. Müsste ich den doch eigentlich ganz easy peasy mit einem Headshot erledigen können. Hier geht es definitiv nicht weiter. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn alle ausgeschalten sind. Nicht den Aufzug, hier lang. Wie nicht den Aufzug? Was meint er mit hier lang? Wohin denn? Na, jetzt pass mal auf. Sehen die mich, wenn ich hier die Waffe zücke? Hey, das ist mein Glückstag. Okay, die da oben sehen das. Jetzt will ich aber nochmal schauen, wenn ich jetzt nämlich noch ein bisschen Zeit habe. Was meintest du mit hier lang? Wohin? So, einer weniger. Und wieder einer weniger. Jetzt ist rein theoretisch Ruhe. Jetzt hätte ich alle Zeit der Welt, mir das hier anzugucken. Aber diese Tür geht ja auch nicht auf. Griffin, was sagst du dazu? Komm mal her hier. Ich will wissen, wo es jetzt hier weitergeht. Nicht den Aufzug, sagt er. Ja, wohin denn dann? Da muss ich ja wieder zurück. Muss ich jetzt allen Ernstes das gesamte Gebäude wieder zurückgehen? Okay, das wäre krank. Wofür ist dann der Weg hier gewesen? Einfach nur, um sie ein bisschen Munition zu schnappen, oder was? Ich speichere jetzt, mir reicht's. Was ist, wenn ich rein theoretisch hier reingehe? Und den netten Herrn hier kill. Komme ich hier an irgendwelche Informationen ran? Nein. Wag es nicht. Aber auch sein Tod bringt mich irgendwie nicht weiter. In diesem Sinne kann ich mir das sparen, Unschuldige zu töten. Und ich kann schauen, dass ich jetzt doch hier rausgehe. Verdammt, noch eins. Wie rollst du dich denn bitte vor mir? Sicherheitslücke in Administration. Zusätzliche Einheiten angefordert.
Wo willst du denn flüchten? Das schaffe ich doch niemals. Ach komm, der war doch schon mitten zwischen die Augen. Waren wir hier schon mal? Schon, ne? Zusätzliche Einheiten angefordert. Hier war aber nicht unser Freund, ne? Oh Mann, was ist hier? Ach, da waren die ganzen Waffen, die ich nicht mitnehmen konnte. Verdammt! Ja, und wenn ich jetzt so rausstürme, ist mir egal. Ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Kommt der Typ? Kann ich ohne ihn fahren? Stimmt, weil der Aufzug ging ja auch nicht. Deswegen dachte ich ja auch schon beim ersten Mal, hier geht's nicht weiter. Das gibt's ja nicht, der folgt mir auch hier gar nicht hin. Der folgt mir hier gar nicht hin. Jetzt sind hier alle tot. Was willst du? Wohin? Sag es mir. Verdammt. Er folgt mir nur hierhin. Das heißt, es muss hier weitergehen. Erzählt mir nichts. Was muss ich hier machen, damit diese Türen aufgehen? Irgendwas muss ich hier noch tun. Na, aufschießen wird wohl auch nicht die richtige Lösung sein, ha? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er will nicht den Aufzug nehmen. Dann will er da lang. Warum geht denn die Tür jetzt auf einmal auf? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt auf einmal geht die Tür doch auf. Hey Leute, das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst. Ihr habt es ja wohl selber gesehen, dass ich da jetzt oft genug gedrückt habe. Warum geht die Tür denn jetzt auf einmal auf? Weil er jetzt gesagt hat, Aufzug, nee, lass mal unten lang gehen. Das öffnet die Tür durch magische Kräfte oder was? Ah, was zum Teufel, Alter. Also bei sowas kann ich ja wohl nichts dafür. Geht die Tür einfach auf. Ist das eine Scheiße. Kommt der Typ jetzt? Weil... Ja, okay, er kommt. Ich habe nämlich gerade was überlegt, jetzt wo ich meinen Anzug wieder anhabe. Ja gut, komme ich ja nicht ungesehen an den Typen vorbei. Dann... Egal, gehen wir weiter. Will jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit verlieren, immerhin. Kommt der Typ von alleine? Ach, egal. Ach, da ist er! Ach, da steht er auf einmal! Ja, nee, ist klar. Bleiben Sie hier. Ich werde uns hereinwinken. Okay, Bewegung. Gut. Sie bringen mich zu Eos, Parker. Ich weiß genug. Ja, ich bringe sie. Achso, der ist tot. Der ist gefährlich, Parker. Bleib vorsichtig. Ja, das hätte ich vielleicht eher so machen sollen. Ich glaube nicht gerade, dass ich das jetzt hier sonderlich gut gelöst habe. Aber weißt du was? Es ist mir jetzt, glaube ich, mittlerweile wurscht. Ah, hier ist kein Medipack. Ja, doch, Medipack war schon da. So, dann gehen wir einfach weiter. Komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt genug Zeit verloren. Machst du hier auch Platz, oder? Wie sieht das aus? Oder war dieser Knopf da oben, hat er das Ding ganz kurz ausgestellt? Kann es sein? Aber nur ganz kurz, oder? Achtung, nochmal Knopf drücken. Ja, okay. So. Dann stimmt das soweit. Tu mir nichts, bitte. Ja, ja, euch tue ich schon nichts, keine Sorge. Du bist jetzt in der Bot-Reparaturwerkstatt, Parker. Ios-Truppe sollte dich bald treffen. Also einfach hier warten, oder wie? Nee, ich glaube, ich gehe weiter. Tu mir nichts, bitte. Oh, ist das nicht so ein Typ, der mich killt? Wow. Ah! Das habe ich umgeschalten erst noch. Sollte man vielleicht nicht unbedingt mitten im Kampf machen, aber...
Angriffsteam hat den Wartungsbereich fast erreicht, Parker. Beschütz Griffin, bis du auf sie triffst. Orion, mein bester Lieutenant, führt die Truppe an. Orion, ich dachte eher so, oh, Orion. Komm mit jetzt. Halt, ich bin auf deiner Seite. Ja, habe ich schon verstanden. Ah, da kommt was. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner chillt hier voll und summt vor sich hin, aber okay. Hilfe! Hilfe! Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Ich bin gleich bei euch. 3, 2... Oh. Okay. Oder so. So, was genau habe ich jetzt hiermit geöffnet? Weiß ich nicht, aber... Irgendwas wird schon gewesen sein. Vollgas, los! Hop, 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 hop. So, ich gehe davon aus, dass ich da hinten die Tür aufgemacht habe. Nee, hier kam ich. Nee, da komme ich nicht her. Alter, hat die Seuche verursacht. Eine Wer redet hier? Er ist der Leiter von Alters wissenschaftlichen und medizinischen Laboratorien. Ich werde Ios von all dem erzählen. Ach so, da habe ich mich ja vorhin für die andere Seite entschieden. Bedeutet das so viel wie, ich muss den Schalter doch wieder ausmachen? Weil wenn das Ding da hinten betätigt, dann ist das klar soweit. Wahrscheinlich muss ich das so machen. Na, aber jetzt habe ich ihn angemacht. Zugangstür. Von was für einer Zugangstür reden wir denn hier? Schon wieder irgendwas, was ich nicht sehe. Aber das kann doch eigentlich nur da drüben sein. Ach so. Na, dann war das schon die Tür. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich sie aufmache? Dann sind da trotzdem die Strahlen. Hä? Das ergibt für mich jetzt gar keinen Sinn. Okay. Ah, Moment mal, wir haben hier noch was. Kraftfeldkontrolle. Ah, ich verstehe, die Tür. Auf. Und die Tür und das aus. Ja. Man sollte halt bei Red Faction einfach mal seine Äuglein aufmachen. Dann ist sowas alles gar kein Problem. Mensch. Aber mache ich ja viel zu selten. Hey, du hast hier so einen kleinen Tarnanzug an. So, weiter. Wollte schon noch ein bisschen was erreichen hier. Deswegen überziehe ich jetzt heute... Ich überziehe jetzt heute auch ein bisschen, weil ich aufgrund der Tatsache, dass die Anfangstür ums Verrecken nicht aufging, ich sehr viel Zeit verloren habe, was ich natürlich gar nicht wollte und mir sehr leid tut. Ich mich aber definitiv für unschuldig halte. Okay, hier ist soweit nichts. Jetzt habe ich irgendwas aktiviert, aber... BTF, die Musik? Musik rastet auf einmal völlig aus? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht, nachdem ich das Ding gedrückt habe? Ach, hier ist noch was. Haupteingang soll ich vielleicht mal einmachen. Aha. Du bist tot, ah! Nein, 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 ich bin nicht so tot, wie du denkst. Wow. Scheiße, jetzt kommen sie auch von allen Seiten. Ich muss ja vor allem auch noch mich beschützen, das ist es ja. Ich glaube, das mache ich jetzt anders, meine Freunde. Yep. Genau so mache ich das. Pistole gegen Shotgun, ich gewinne. So sieht es doch schon viel besser aus. Maschinenpistole. Ja. Beziehungsweise, nee, ich nehme. Nee, doch, ich nehme. Dort hinten ist eine versteckte Tür. Okay, eine versteckte Tür. Dann öffnen wir doch die doch mal, oder? Ach, oder geht's darum? Ach so, hier. Na, ich wollte eigentlich erstmal wissen, was da oben ist. Und sei es nur Munition oder Leben, die hinterlassen haben. So, Munition und... Ja, okay, das ist mir jetzt wurscht.
Wow, was war denn das jetzt? Vor uns liegt ein Kontrollpunkt. Ich werde uns durchwinken. Sehr gut. Wir grinsen. Wow! WTF? Einer ging voll in den Rücken rein. Sieht so aus, als müssten sie sich durchschießen. Okay, keine Angst. Wolf gegen Maschine, wer wird gewinnen? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Red Faction. Haut rein.